Ja, liebe Zuschauer, jetzt sitze ich da ein bisschen gealtert, hat mir gerade die Christina gesagt, bei unserer Sendung Nummer 17. Aber jetzt frage ich gleich mal nach, weil wir wollten uns heute eh über das Thema Menschen unterhalten. Altern, sind wir genau beim Thema. Ist Stress ein alter Faktor? Oder ja. Wenn ich in Action komme und plötzlich riesig Hektik habe? Weil du hast das ja nicht gesagt, um mir was Böses zu sagen, sondern um mich zu informieren. So ist unsere Kommunikation. An was hast du das jetzt festgestellt? Gesichtsausdruck? Ja. Also war zwischen unseren Sendungen, hatte ich eben gerade Riesen-Action. Und das hat wahrscheinlich jetzt gerade aufs System durchgeschlagen irgendwie. Stress ist ja schon ein Faktor, der uns schneller altern lässt. Mhm. Aber also Alterungsprozess, das ist ja ein Programm. Gut, weiter. Wie kann ich das löschen? Wie kann ich, also wenn ein Altern ein Programm ist, dann kann ich das Programm doch umschreiben. Altern ist ein Programm. Man kann es umschreiben. Oder auch der Punkt, dass wenn wir älter werden, nimmt die Sehkraft ab. Wir sind gesundheitlicher immer schlechter dran. Ja, sagen sie. Eben, das ist auch ein Programm. Okay. Weil es gibt zum Beispiel Naturvölker, die sagen, ja, wenn ich jetzt älter werde, dann habe ich ja mehr Lebenserfahrung. Mhm. Und je mehr Lebenserfahrung ich habe, desto besser werde ich. Verstehst du? Mhm. Je länger man lebt, desto mehr hat man erlebt. Mhm. Und die sagen dann, je mehr Dinge wir erlebt haben, desto besser müssen wir hier unsere Fähigkeiten einsetzen können und funktionieren. Ja. Und die sind so. Bei denen ist es so, dass je älter sie werden, desto besser funktionieren sie. Und wir nehmen ab und sie steigen. Ja, okay, aber unser physischer Körper, da wissen wir ja, der altert zwar, aber der eine ist jetzt, sag ich mal, mit 50 schon alt und der andere ist erst mit 90 alt. Also muss es einen Unterschied geben. Ich glaube, als erstes ist das unser Denken, oder? Mhm. Und wenn du sagst, man kann den Prozess verändern, was wäre denn? Man kann ihn rückgängig machen. Okay, rückgängig. Und da setzen wir jetzt gerade mal an. Jetzt bin ich ja 62 Jahre alt und jetzt sage ich mal, ich würde genauso aussehen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Jetzt will ich das aber rückgängig machen, nicht wegen dem Aussehen, das ist mir zweitrangig. Rückgängig wegen der Fitness, weißt, Agilität. Was müsste ich tun? Oder sollte, richtig formuliert, was sollte ich tun? Im Flow bleiben und Schwingung erhöhen. Einfacher nochmal, gell? Flow bleiben, Schwingung erhöhen. Im Flow bleiben? Weißt du, wenn wir unsere Schwingung erhöhen, dann baut sich ja auch die DNA hier drin um. Also im physischen Körper. Mhm. Und dann kommt das von selbst. Ach, jetzt weiß ich genau, was gerade passiert ist. Es gab gerade, bevor wir mit der Produktion angefangen haben, eine Situation, die mir wirklich die Schwingung runtergehauen hat, weil sie einfach Unsinn waren, hätte müssen nicht sein. Und jetzt merke ich sofort, wieso du das sofort gemerkt hast. Es war ja jetzt Unterschied von 20 Minuten zwischen der letzten Sendung und jetzt, wo wir wieder angefangen haben. Also drückt sich das bei mir schon so schnell aus und du bist ja sowieso von deinem Blick noch ein bisschen anders in deinem Blickfeld, wie wir schauen. Du schaust noch etwas anders, also nimmst du das sofort wahr. Das heißt, ich könnte das jetzt sogar während der Sendung wieder verändern, wenn ich genau das mache, was ich die ganze Zeit schon von dir übernommen und gelernt durfte. Gut, und jetzt, wie sieht das für die anderen aus? Gilt das für alle Menschen? Das mit der Schwingung so erhöhen? Mhm. Wieso nicht? Okay. Jetzt haben wir vorhin festgestellt, es gibt nicht nur Menschen,
es gibt verschiedene Arten von Menschen, die auf der Erde leben. Und da geht meine Frage hin, ob das für die alle gilt. Weil wenn jemand in diesem, ich sag mal, Hybridstatus ist, wie altert der? Altert der genauso wie ein normaler Mensch oder altert der anders? Oder altert der überhaupt nicht oder schneller? Oder ist das alles das Gleiche, hat damit nichts zu tun? Kommt drauf an, was er für ein Programm hat. Auch der Hybrid oder die Kopie? Außerirdische. Gesteuert? Oder im Programm des Hybriden drin? Oder der Kopie oder des Menschen? Nein. Dass, ob man jetzt altert oder halt eben nicht, oder ob die alle wie 30 herumlaufen, das ist egal, ob das ein Mensch ist oder eine Kopie oder ein Hybrid oder ein irgendetwas nicht von der Erde kommendes. Das aber trotzdem auf der Erde ist. Wir reden jetzt nur vom Hiersein, wie das okay, hier auf der Erde ist. Okay, wir reden nur vom Hiersein. Also egal, was wir jetzt da nehmen, nach meinem Wissen ist Alterungsprozess nur ein Programm. Und das gilt für Menschen, wie für Hybriden und für Außerirdische. Also nach meinem Wissen gilt das Gleiche. Also und da, um dem entgegenzuwirken, alles das, was in deinen Büchern steht, was wir in den Sendungen besprochen haben und so weiter, um unsere Schwingung zu, wie sagst du immer, sagst du, erhöhen? Ja, um unsere Schwingung zu erhöhen, wenn wir diese Dinge aus dem Herzen heraus handeln, in die Liebe gehen. Immer dann baut sich die DNA um und dann passiert das automatisch. Also jetzt haben wir natürlich wieder was gemacht, ne? Jetzt stehe ich natürlich wieder unter Zugzwang. Jetzt wollen die Zuschauer wieder sehen, ob ich das schaffe, in der nächsten Sendung dann jünger auszusehen. Ich weiß es genau, ich höre es schon. Aber ich werde es probieren, weil es ist ja faszinierend. Und nicht nur wegen mir, liebe Zuschauer, darum geht es mir nicht, sondern wegen uns allen. Wenn wir das alle schaffen, dann heißt es ja auch keine Gebrechlichkeit mehr. Weil kein Altern, keine Gebrechlichkeit. Und dann hat also Altern überhaupt nichts mit dem Tod zu tun. Nein. Das heißt, dann ist diese Annahme immer, erst wenn mein Körper runterrandaliert ist, sterbe ich, falsch. Kannst du auch sonst sterben. Ja, aber die meisten Menschen denken ja, Tod tritt ein, jetzt werde ich alt und immer gebrechlicher, noch gebrechlicher, noch gebrechlicher und irgendwann versagt mein Herz oder was auch immer, dann sterbe ich. Aber nach deiner Definition kann ich es auch anders sein. Genau, dann kann ich ja gesund sein und voller Lebensfreude und im Flow, wie du sagst, und arbeite in der Liebe und somit habe ich eine hohe Schwingung. Was bedeutet das in der Konsequenz? Dass ich letztendlich gesund durchs Leben gehe, aber mein Endpunkt ist ja festgelegt. Den habe ich ja irgendwann festgelegt, wann ich gehen will von diesem Planeten. Aber bis zu dem Zeitpunkt würde ich, sage ich jetzt mal, optisch nicht altern und körperlich gesund sein unter der Voraussetzung und würde dann trotzdem an dem Tag sagen, so Freunde, tschüss jetzt. Wenn es festgelegt ist. Ist es festgelegt? Das finden wir heraus. Du hattest in einer anderen Sendung gesagt, wenn wir kommen, ist der Punkt eigentlich von uns festgelegt, bevor wir ihn Ich spreche nicht über den Punkt, wann wir gehen, sondern über den Punkt, ob wir ohne Gebrechen bis dahin. Ah, das ist nicht festgelegt, das liegt an das uns. Das wissen wir nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Also ist mein Programm. Wenn ich mein Programm ändere, werde ich nicht gebrechlich. Wenn du dieses Programm änderst, ja. Okay, und das gilt auch für jeden und hat keinen Unterschied auf Alter, Rasse, Hautfarbe. Wer das Programm hat, hat das Programm. Okay, und jetzt gehen wir zu dem Thema, wenn ich jetzt als Mensch in der Richtung agiere. Ich versuche im Fluss zu sein in meinem Leben und ich versuche meine Schwingung immer zu achten, dass nichts Negatives kommt. Und so, und jetzt bin ich ja aber im Umfeld drin. Mit anderen zusammen agiere ich ja.
Jetzt hatten wir ja in der letzten Sendung dieses Thema von dieser Beeinflussung. Wenn ich irgendwas wahrnehme, was negativ ist, was passiert mit mir. Und dann hast du immer wieder gesagt, das ins Licht bringen oder Licht schicken oder das. Und wie sieht das denn aus? Sowas stresst mich ja auch. Dann kümmere dich zuerst mal um dich selbst. Also, ich kümmere mich um mich selber, das heißt, mich möglichst von negativen Dingen fernzuhalten. Wenn du merkst, es tut dir nicht gut und du willst jetzt einen Tag haben, wo nur Dinge sind, die dir gut tun, ja. Und dann das einfach machen. Ja. Diese Thematiken, die dann über Familie, wir sind ja strukturiert, wir leben ja nun mal so, wie wir es gewohnt waren und die Eltern haben das gesagt und die Großeltern das und so weiter. Und gilt das für alle Problematiken? Also ich, das klingt mir so, wie sollte ich allem ausweichen. Aber dann sagt mir der Norbert Haldemar, du hast in deinem Leben gelernt, hinstehe, nicht ausweiche. Und wenn ich aber jetzt merke, dass das unangenehm ist, dann will ich dem gar nicht in die Konfrontation gehen. Es gibt Situationen, wo man etwas anschauen muss, wo nicht gut wird und andere nicht. Schwingung? Was wo ich hin will? Wir haben doch in der letzten Sendung haben wir das Thema mit diesem Thema Fernseh gucke, Zeitung gucke, Gewalt, Mist zieht mich runter, was sich an mir erklärt hat. Und dann hast du uns erklärt am Ende der Sendung, was wir tun können, dass das nicht so ist. Also dass wir nicht, und wir können auch nicht allen Negativinformationen ausweichen. Geht einfach nicht. Wenn die da plötzlich erscheint, ich gucke hin, habe ich sie schon. Aber die macht ja mit mir was. Ängstigt mich oder macht mich traurig oder. Mhm. Und das ist genau die Energie, die die unlichte Seite nutzt. Wie schaffe ich das jetzt, dass das nicht passiert? An dir selbst arbeiten. Wie? Ja, kommt drauf an, was du halt für ein Problem hast. Und je nachdem fragst du der Quelle, warum geht das nicht? Oder warum hast du die Qualität nicht? Nachfragen. Und wenn die Quelle dann sagt, ja, also sagen, wieso du sie nicht hast und vielleicht musst du was lösen, was auch immer. Also ich kann das alles selber mit der Quelle machen, kann mich verbinden und kann gucken, wenn ich mich weiterentwickeln möchte. Und das ist schon mein größtes Ziel. Alle diese Dinge, die ich jetzt weiß, umzusetzen, in mein Leben reinzubringen, weil ich bei den ersten schon festgestellt habe, dass es eine sehr positive Entwicklung für mich nimmt. Und alles, was daran hin weitergeht, kann ich immer wieder daran messen, fühlt sich toll an, fühlt sich gut an für mich oder fühlt sich nicht gut an. Und dann mit der Quelle agieren und zu gucken, dass ich dieses Negativempfinden überwinden kann. Ja, und du musst auch denken, wenn man über Programme redet, die schon lange laufen, dann ist es ja so, dass wir, je länger wir die drin haben, desto mehr sind die zur Gewohnheit geworden. Und je mehr das die Gewohnheit ist, desto schwieriger ist es, rauszukommen. Und darum, wenn du ein Programm hast, das du loswerden willst, dann stress dich nicht. Ich kenne Menschen, die machen dann eine Liste von Dingen, die sie bei sich ändern möchten. Also ich finde das okay. Mhm. Und dann sagen sie nachher, und für das gebe ich mir jetzt 3 Monate. Setzen sie sich unter Druck, oder? Ja, genau. Und wir sind uns daran gewöhnt, dass wir Termine haben, dass wir Zeitdruck haben, dass wir bis dann sicher was fertig haben müssen. Mhm. Wir können uns zum Teil fast nicht vorstellen, dass wir was tun können, ohne einen bestimmten Endpunkt einhalten zu müssen. Aber es wäre viel besser für unsere Entwicklung. Und du musst dir vorstellen, nur schon dadurch, dass du zeitlich nicht unter Druck stehst, sondern einfach entspannt bist, weil du jetzt die Liste nicht in der und der Zeit gelöst haben musst. Nur schon diese Entspannung hebt deine Schwingung. Aha, wenn ich nicht unter Zeitdruck stehe.
dann habe ich alleine schon dadurch überhaupt nicht diese, drückt mich meine Schwingung nicht runter, weil allein Zeitdruck schon so ein Punkt ist, der mich in Stress setzt. Ah, das war noch ein Thema auf unserer Liste. Stress. Erinnerst du dich beim letzten Mal, wo wir gesagt haben, was ist das größte Problem bei den Menschen im Moment? Warum kommen die Menschen nicht in eine hohe Schwingung? Oder warum können sie ihr Herz nicht spüren? Druck und Stress. Wir haben ja auch das Beispiel in einer Sendung mal gehabt, wo es um das Kiosk ging. Erinnerst du dich? Ja, ja. So, der junge Mann, da kann ich ja gleich das Beispiel weiterführen, der stand unter Druck, weil er, wie du auch damals erklärt hast, sein Leben finanzieren, Geld verdienen muss und hat dann diese Maskefreundlichkeit aufgesetzt. Und jetzt gibt es ja noch viel schlimmere Sachen. Der andere steht unter Druck als Monteur, weißt du, so diese Fahrer, die draußen mit ihren Autos rumfahren, von einer Auftrag da, Installateur irgendwas machen, zum nächsten. Und wenn die nicht in einer gewissen Zeit eine gewisse Strecke schaffen, schaffen die ihren Job nicht. Also gehen sie an Grenzen heran. Das heißt, die fahren auf der Autobahn nicht 120, sondern 127, weil das gerade noch so an der Grenze ist. Bei der Ampel gelb fahren sie noch drüber. Normalerweise wären sie aber schon stehen geblieben, weil sie wissen, dass das Risiko größer wird und. Durch diese Situation, wo ich mich bewusst dann in, ich will ja erfüllen. Ich will, dass mein Chef irgendwann sagt, hast toll gemacht. So, aber um das zu erfüllen, sind manchmal die Regeln so hoch, dass der Mensch da wirkliche Probleme damit hat, es zu erfüllen. Ich sag mal heute Fernfahrer. Ist ein harter Job geworden, weil bestimmte LKWs da über Tausende von Kilometer fahren. Und wenn der jetzt dann und dann ankommen muss, aber jetzt auf der Autobahn ein Unfall und ein Stau, kriegt der ein richtiges Problem. Er hat ja manchmal Waren auf Termin, weißt du, der Markt, der Kunde, der empfängt, wartet um 8.10 Uhr muss die Ware da sein. Weil das bei alles, das nennt sich Just in Time, tolle Bezeichnung, gilt immer, die anderen müssen genau zu dem Zeitpunkt am Laden sein. Und wenn der 10 Minuten später kommt, ist der Ladeplatz nicht mehr vorhanden, steht der nächste LKW schon da. So ist das alles mittlerweile abgestimmt, dass möglichst viel Profit gemacht wird im System. Aber es geht immer zu Lasten des Menschen, weil der ist immer der Erfüllungsgehilfe, der das alles ausgleichen muss. Jetzt bin ich in der Situation und habe diese Problematiken, dass ich beruflich unter Druck stehe. Und jetzt haben wir es ja vorhin im Beispiel, der kann nicht einfach sich rausnehmen und sagen, so Chef, ich komme jetzt erst morgen. Dann darf er gleich seine Papiere holen, hat seinen Job verloren. So, was kann der Mensch tun, dass er nicht in Stress kommt, obwohl er ständig von hinten unter Druck steht? Er kann seinen Job nicht kündigen, Familie. Er muss seinen Lebensunterhalt irgendwo verdienen, hat jetzt halt, sage ich mal, nur Fernfahrer gelernt oder nur Berufskraftfahrer gelernt. Was kann ich als Mensch jetzt machen? Weißt du, wie kann ich mich da rausnehmen? Gibt es eine Übung? Kann ich mit der Quelle agieren oder der Läufer zu meinem Chef schicken und sagen, sag dem mal, er soll ein bisschen cooler sein? Also, man könnte ja eine Stunde früher losfahren. Mag bedingt eine Lösung sein, aber wenn du in Stau reinfährst, ist es wurscht, ob du eine Stunde vorher losgefahren bist. Wenn du 2 Stunden stehst, 2 Stunden fertig. Und sonst, wenn du im Stau stehst, dann gibt es schon Übungen, die du machen kannst, dass du mit deinem inneren Licht in Kontakt kommst und dann nicht mehr so gestresst bist. Aber das ist keine Dauerlösung. Also die Dauerlösung müsste eine Veränderung dieses Systems dann ja sein. Schlussendlich ja, oder im Kleinen, im Leben von der Person. Weil es geht ja immer um die Frage, was macht man und wie viel, Energieverlust hat man bei der Arbeit. Mhm. Und wenn der Energieverlust größer wird als die Arbeit, die man da machen kann, dann muss man was ändern. Dann geht es aus dem Verhältnis. Genau. Energieverlust, das heißt, wenn ich immer total kaputt bin nach meinem Arbeitstag oder nach meiner Arbeitswoche, das sind so Anzeichen, wo ich dann gefordert wäre, darüber nachzudenken, ob ich in dem Lebensrhythmus weiter agieren will, weil das führt irgendwann zum Kollaps wahrscheinlich, irgendwann bricht das System zusammen, also was anderes machen. Dann sind wir auch wieder bei den Themen der letzten Sendung. Mut,
für neue Dinge, weißt du, einen Job aufzugeben, wenn du Ernährer in einer Familie bist, weil du weißt, da macht mich kaputt. Schon große Herausforderung. Und ich finde, da gehört auch dann viel Mut dazu. Und für die Voraussetzung wäre dann wieder das Urvertrauen gut. Also die Rettung für den, der diesen Stressjob macht, heißt, agiere mit der Quelle, geh in dein Herz und hol genau die Dinge. Mut, Urvertrauen, das runter. Und das könnte er wieder und machen. Und der Quelle sagen, dass man in der und der Situation ist, das und das anders haben möchte und dass man jetzt da Hilfe braucht. Und wie ich das bisher mitbekommen habe, dann gibt es auch Hilfe. Mhm. Und dann gibt es auch meistens Hinweise oder plötzlich ergeben sich Möglichkeiten, dass einer was anderes machen kann und so weiter. Und das zieht sich durch alles. Da muss jetzt nicht nur der gestresste Fernfahrer sein, das kann auch die gestresste Mitarbeiterin in irgendeinem Büro sein, bei irgendwas. Ja, ja. Also macht keinen Unterschied. Jeder, der in die Situation kommt, kann über diese Hilfestellung sich die Möglichkeit verschaffen, aus dieser Nummer rauszukommen. Zeitlich unabhängig? Wie zeitlich unabhängig? Wenn ich jetzt zum Beispiel den Stress schon so lange gemacht habe und da so dieses Gewohnheitsthema, wo wir darüber gesprochen haben, reingebracht haben, wird es, je länger ich es mache, immer schwieriger? Dass du rauskommst? Mhm. Klar, ja. Also je früher man es merkt, desto schneller aussteigen ist es am besten. Ja, ja. Immer einfach mit der Seele sich verbinden und fragen, muss ich noch in dem Job arbeiten oder nicht? Mhm. Und dann weiterschauen. Dann komme ich automatisch zum Thema, was dazugehört. Geld. Unser gesamtes Leben wird ja letztendlich durch Geld bestimmt. Das heißt, warum macht der Stressmensch diesen Job? Weil er dadurch Geld bekommt, um letztendlich Essen kaufen zu können, seine Miete, seine Wohnung, alles, kennen wir ja, was da drin ist, dahinter hängt. Und in den Mails, die du ja gesehen hast, wird ja auch oft die Frage gestellt, kann ich in Verbindung mit der Quelle mir Geld generieren? Weil wenn das eine Möglichkeit gäbe, wäre das ja auf der einen Seite eine Möglichkeit, das zu entstressen. Also er braucht gar nicht mehr so viel Touren fahren, der Installateur, von dem ich vorhin gesprochen habe, weil wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dieses Mittel zu nutzen, das ist ja im Prinzip auch nur eine Energie. Geld ist ja was Physisches. Mhm. Und in der letzten oder vorletzten Sendung habe ich ja gesagt, wenn du ein physisches Problem hast, dann kannst du der Quelle fragen, also sagen, du brauchst Hilfe. Aber damit die Hilfe dann kommt, müssen physisch Menschen was machen. Weißt du noch? Ja, genau. Also es darum ging, dass die Quelle dann Ideen schickt und die richtigen Menschen zusammenführt, damit sich die Lösung so ergibt. Und wenn jetzt auf der physischen Ebene ein Geldproblem ist, dann kann man nicht denken, ich sag's der Quelle und dann fallen 1000 Franken vom Himmel. Wäre ja nicht so schlecht, ne? Ja. Die Quelle kann doch manifestieren. Ja, ja, also sie kann so Dinge schon machen. Aber in den meisten Fällen wird das dann irgendwie so geführt mit Menschen, oder? Man liest was oder bekommt irgendeine Mail, weiß aber nicht woher. Mhm. Naja, ich weiß schon, was du meinst. Aber das geht mir ja immer wieder. Immer, jedes Beispiel, was du bisher mit den Menschen gebracht hast und was mit unserer Entwicklung zu tun hat, hat immer bisher damit zu tun gehabt, dass wir dann in Gruppen agieren. Ausschließlich, also alles, wenn ich jetzt zurückdenke, was wir beschrieben haben, was auf der physischen Ebene, hat immer mit anderen zu tun. Es scheint nicht so zu sein, dass ich alle Dinge, die ich anschiebe, dass ich die alleine machen kann, zum Beispiel diese Stress- und Geldnummer. Da wäre es ja von sinnvoll, wenn sich mehrere Menschen zusammentun, weil da entsteht es überhaupt nicht. Und dann, also würde das bedeuten, jedes Mal, wenn es eine finanzielle Problematik gibt und ihr von der Quelle die Lösung anfordert, dann heißt es, achtet darauf, welche Informationen ab dann
in euer Leben kommen. Und dass man nicht immer sagt, ist Zufall. Genau. Oder das kann ja nicht sein. Nein, nein, so schnell geht das nicht oder so einfach. Oder ach, dass wir uns dann und selbst noch versperren. Und dass wir nicht durch unsere Vorstellungen uns blockieren. Dass wir nicht? Uns selbst durch unsere Vorstellungen blockieren. Also weißt du, wenn wir das der Quelle sagen und irgendwann so eine Minute später denken wir, ja, die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass dann, dass wir eine Zeitung auf einer Zeitung irgendwas sehen und dann so weiterkommen. Mhm. Und vielleicht laufen wir dann durch ein Einkaufshaus und sehen da so irgendeine Poster an der Wand kleben und dort steht was, was uns theoretisch weiterhelfen könnte. Aber wenn wir darauf fixiert sind, dass es in einer Zeitung stehen muss, dann sehen wir das nicht. Also die Offenheit zu haben, oder ich glaube, das richtige Wort wäre, die Achtsamkeit hochzufahren. Mhm. Also alle Impulse aus meinem Umfeld wahrzunehmen und nicht so durch die Welt laufen und gestresst sein und in Hektik, mhm, weil dann bin ich nicht achtsam. Ja, ja. Wenn man jetzt gerade durch den Kopf ging. Meine ganzen Verletzungen, die ich physisch an meinem Körper erlitten habe, sind ausschließlich passiert, weil ich nicht achtsam war. Ich habe jetzt gerade so 2, 3 Unfälle, die ich in meinem Leben hatte, also nicht, ich habe nie was Schlimmes gehabt, aber die, wo ich hatte, waren immer davor Momente, wo ich vom Kopf woanders war. Also ich war nicht bei der Sache. Mhm. Und jedes Mal dann hat es entweder habe ich mir das Knie angeschlagen oder irgendwo hat die Hand aufgerissen. Aber immer, weil ich im Kopf woanders war mit dem, was ich eigentlich gemacht habe. Das heißt, ich war nicht bei mir. Genau. Und sollten das die Menschen auch nicht andere Dinge machen? Und wir sollten nicht die Werbepause überziehen. Aus diesem Grund unterbrechen wir jetzt da und sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder zurück nach unserer Werbung. Jetzt haben wir gerade in der Werbepause festgestellt, dass mit Stress das Wort Zeit immer zu tun hat. Das anscheinend haben wir alle immer zu wenig Zeit. Können wir nicht einen Tag länger machen? Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, über das Thema mit der Zeit rumzuspielen. Ja, aber ja. Ich muss es ja hinten wieder einholen. Ja, aber also das fällt mir auch auf. Wenn ich im Zug sitze und dann ist mir gegenüber eine Person und dann fährt der Zug 5 Minuten später ab, da sehen die Menschen immer aus, als würde ihnen jetzt die Welt untergehen. Und irgendwie, wir sind alle so zeitbesessen. Mhm, aber es wird uns antrainiert. Ja, aber das ist wie ich meine, so verlieren wir auch unsere Spontanität. Mhm. Wenn alles in Regeln läuft und in starren Abläufen. Ja, und dann passiert das. Das fängt hier an, das endet hier, dann fängt gleich das an, das endet hier. Und sobald etwas kommt, das wir nicht erwartet haben, dann sind die meisten überfordert. Also wieder Stress. Ja. Was wäre die Lösung? Spontaner werden. Aber das würde ja bedeuten, das ganze System müsste sich umstellen. Weil, also ich sag mal nur ein Beispiel, du hast eben das muss sich ja so oder so umstellen. Ja klar, aber guck mal, wie werden das, weißt, irgendwo geht's ja nicht. Ich kann es ja nicht in alle Dinge ausdehnen. Du hast eben gesagt, wenn du im Zug fährst. Also da kann man ja nicht sagen, ja, der Zug kommt irgendwann. Klar,
Weißt, wenn der 15.30 Uhr abfährt, fährt er 15.30 Uhr ab. Und da muss, also gewisse Dinge würden schon immer an Zeitfenstern hängen, wenn sie für viele Menschen, glaube ich, gleich sein müssen. Aus Klar, irgendeinem Grund. Wie es geht auch nicht um eine Verallgemeinerung. es geht um die Zeiteinteilung bei dir selbst eigentlich. Ja, und wenn Menschen jetzt sagen, ja, sie spüren in ihrem Herzen irgendwas, was sie tun wollen. Und sie hätten alle Dinge und alle Menschen und alle Mittel dazu. Und wenn man dann fragt, ja, aber wieso machst du es nicht? Ja, ich habe keine Zeit. Und einige sagen, ja, sie sind zu alt. Und das sind ja nur, das sind Annahmen. Das sind Ausreden. Oder so. Weil keine Zeit. Du hast immer Zeit für das, was du tun willst. Klar, jeder Tag hat nur 24 Stunden. Aber wenn jetzt das, was du in deinem Herz hast, auf deiner Prioritätenliste auf Platz 1 steht, dann kommt das ja zuerst dran. Und erst dann kommt das zweite, das dritte, das vierte. Und wenn jetzt dein Herzprojekt auf Platz 1 steht, dann richtest du dein Leben danach, dass das Erste auch zuerst gemacht wird. Und das kann dann auch nie in einen Stress hineingeraten. Weil wenn du sagst, Herzensprojekt, dann bin ich ja genau dort, wo ich sein soll. Also ich arbeite aus meinem Herzen heraus, somit bin ich spontan und kreativ. Ja. Und das bedeutet wiederum, dann kann es kein Zeitfenster geben, weil alle Kreativen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, beruflich, die konntest du nicht in Zeitfenster pressen, weil Kreativität lässt sich nicht anschalten oder ausschalten. Die ist im, du, wie sagst du, im Flow. Mhm. Genau, die ist im Fluss. Also alle Kreativberufe, die ich kenne, haben keine Zeitprobleme, weil das wissen die, die Kreativberufe nutzen, die kann ich nicht unter Druck stellen. Wäre das nicht ein Ansatz für alle? Das Thema auch Schule ist ja da genauso schlimm. Weil da gibt es zwei Problematiken. Erstens bin ich der Meinung, die Schule fängt in unserer Zeit immer noch viel zu früh an. Und dann die Thematik wieder, dass Jugendliche, sobald sie in die Pubertät kommen, sich das Zeitgefühl verschiebt. Die sind dann so in der früheren Stunden müde, wo sie früher fit waren und sind erst später fit. Also die fangen erst ab 10, 11 Uhr an, aufnahmefähig zu werden. Und wenn du die schon um 8 Uhr in die Schule zwingst, hocken die zwei Stunden da und kriegen nur 5% von dem mit, was davon erzählt wird. Also bedeutet doch Zeit nur, wir müssten uns eigentlich ein bisschen nicht abhängig machen von der Zeit, sondern die Zeit uns zunutze machen. Wäre doch viel Lüge, wenn ich jetzt das Bahnhofsspiel wieder weiterspiele und sage, gut, 15.30 Uhr fährt der Zug, das will ich gar nicht verändern, weil da müssen sich ja viele Menschen dran orientieren. Aber dass ich nicht in Stress komme, ist mir wurscht, ob der 15 Uhr 59 dann in Basel ist, sage ich jetzt mal, oder 16.04 Uhr. Ist mir egal. Da müsste der Ansatz kommen. Ich glaube, wir tun uns durch die Enge der Termine. Wenn auf dem Fahrplan das draufsteht und jetzt weiß ich, ich brauche 3 Minuten aus dem Bahnhof raus, dann bin ich an dem Laden. Jetzt mache ich mit dem schon den Termin aus, der nur 4 Minuten von dem Antreffen des Zuges auskommt. Weil ich davon ausgehe, der Zug kommt pünktlich. Also eigentlich wäre doch das Problem schon behoben. Dass wenn Züge pünktlich fahren, aber es so ist, dass wir die Treffzeiten, die wir mit Menschen haben, entweder A, so richten, dass genug Zeit ist, und sonst B, dass man halt sagt, ja, kein Problem, dass sich beide nicht stressen lassen. Du spielst an dann auf die Konsequenzen, die viele Menschen erleben, wenn sie ein Zeitproblem bekommen und kommen dann irgendwo hin, dass der Termin weg ist und sie können ihn nicht mehr wahrnehmen oder dass der Zug abgefahren ist und sie haben dann ein riesen Stressprogramm. Das heißt, wir müssen uns schon von unserer Einstellung mehr Zeit geben. Und auch Dinge annehmen, wo man nicht ändern kann. Also wenn jetzt der Zug abfährt, du kannst es nicht ändern. Also bringt es auch nichts, wenn man sich darüber aufregt. Aber auch wieder,
sind wir wieder bei unserem alten Thema Gewohnheiten, weißt du? Unsere Eltern haben sich schon aufgeregt, das haben wir mitgekriegt, und der Nachbar regt sich auf, und der Kumpel regt sich auf, also was machst du automatisch? Du übernimmst diese ganze Geschichte. Also neue Einstellung, neue Festlegung, die die Dinge verändern. Und das heißt aber auch da, der Einzelne kann das schwer tun. Weil wenn nur einer das tut, dann kommt der immer spät und alle anderen nicht. Nein, wenn es dein Zug Verspätung hat oder naja, Verspätung hat, dann kommen alle die zu spät, die zusammen im Zug sitzen. Ah, ja gut. Also weißt du, es sitzt ja nicht eine einzige Person im Zug. Mhm. Die Frage ist dann ja, wie gehst du jetzt mit der Situation um? Das heißt, die Menschen sollten auch nicht andere, ich sag mal, bestrafen, wenn sie zu spät kommen. Weil das diesen Druck immer noch weiter fördert und immer noch mehr Konsequenzen in der Problematik. Mhm. Und wenn einer, also dann haben wir auch wieder die ganzen Beispiele, die in Krankheit führen und. Alles, was Druck ausübt auf den Menschen, Zeitdruck, Erfolgsdruck, vielleicht irgendetwas darzustellen, was ein anderer erwartet. Alle diese Dinge arbeiten gegen uns und tun unsere Schwingung runterdrücken und tun irgendwann unsere auch ja, physische Gesundheit beeinträchtigen. Mhm. Also mehr Zeit geben. Ja. Und? Da kann ich aber weniger erleben, sagt der eine dann. Kommt drauf an, wie man das definiert. Und zudem, es gibt ja Menschen, die machen sich so Listen, was man bis in welches Alter sicher erlebt haben muss. Mhm. Kann man ja machen, aber man muss nicht durch das Leben stressen. Das ist ja wie wenn wir eine Liste machen mit den Dingen, habe ich ja schon gesagt, wo wir uns weiterentwickeln können und dann sagen, ja, jetzt habe ich ja 3 Monate und dann muss das alles erledigt sein. Wenn wir das jetzt nicht haben, dann bringt uns das doch viel mehr. Und wir ändern uns zwar, sind aber dabei nicht unter Zeitdruck zu geraten. Ja, weil wir alle haben ja Dinge vergessen. Dinge vergessen? Vergessen. Bitte? Ja, vergessen. Okay. Na gut, wir haben Dinge vergessen. Ich vergesse auch manchmal was. Oder meinst du zurückliegend, wo wir herkommen und wer ja, wir sind? Ja, also wer wir sind, woher ja. wir kommen, warum wir hier sind. Dass wir göttliche Wesen sind, dass wir eigentlich aus Licht bestehen, dass unsere Gedanken die Realität erschaffen, dass wir sowas wie einen Seelenplan haben, dass unsere Seele unsterblich ist, dass ein herzbasiertes Leben eigentlich Krieg gar nicht zulässt, dass Krieg nur dann entsteht, wenn wir Verstand sind, männliche Energie außer Balance gerät und es niemand mehr merkt. Wir haben vergessen, dass andere einen freien Willen haben. Siehst du, wir haben ganz viele Dinge vergessen. Aber, also ich könnte der Liste jetzt noch unendlich lange zuhören, weil das alles wunderbare, schöne Sachen waren, die du aufgeführt hast. Warum haben wir denn nur die Schönen vergessen? Die Unschönen hätten wir doch genau vergessen, wäre besser. Wir hätten doch können vergessen, wie man Krieg macht. Das wäre doch mal eine tolle Idee. Und darum, eben, wir haben ja lauter diese Dinge vergessen. Mhm. Und wir haben sogar vergessen, wie es ist, wenn die Seele ganz im Körper ist. Erdungsthema. Ja, also wir haben ganz viele Dinge vergessen. Und an die erinnern wir uns ja Stück für Stück wieder. Und weil wir alle Dinge vergessen haben, ist ja so, dass wir alle Alzheimer haben. Also ich weiß, was du jetzt meinst. Also liebe Zuschauer, Sie brauchen uns nicht gleich den Arzt aufsuchen, das meinte die Christina nicht. Das heißt, dieses Permanent-Alzheimer, wo die ganzen Menschen drunter leiden, weil sie gerade diese Dinge, die Christina eben aufgezählt hat,
vergessen haben, dass wir aus Licht bestehen als Beispiel. Ne? Genau. Das ist eine ganz tolle Aussage. Und diese... Und weil wir ja alle Alzheimer haben, um das kommen wir hier nicht herum, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Ob wir jetzt gestresst herumlaufen oder entspannt. Was wäre denn eine Hilfe? Ich erkläre dir ja immer, dass es wahnsinnig schwer ist, Gewohnheiten zu verändern. Wenn ich jetzt genau das mache, diese Sendung schaue ich mir jetzt nochmal an und jetzt gehe ich hin und schreibe mir genau die Punkte auf, wo du eben gesagt hast, haben wir vergessen, dass wir Licht sind, dass wir das sind, dass wir das sind, dass wir das sind. Und immer, wenn ich in Stress gerate, hole ich mir die vor und gucke mir die an. Also das würde mir jetzt sehr helfen. Kann man machen. Dass ich dann wieder wüsste, oh, erinnere dich doch mal, wer und was du eigentlich bist. Und wenn ich diese Sachen mir anhöre, die du eben, während du das erzählt hast, habe ich auf mein Gefühl, wie fühlt sich das an, was du sagst. Das war alles ganz toll. Also alle Dinge, die du gesagt hast, waren schön. Ja. Das hat mich erfreut. Das würde doch dann schon mal so ein erster Step sein, sich da eine kleine Liste zu machen. Man kann ja auch Sprüche, die einem an irgendetwas erinnern, die kann man ja ausdrucken oder abschreiben, aufschreiben auf einem Papier und dann irgendwie an den Kühlschrank heften oder an die Tür oder irgendwie an die Stuhllehne kleben oder auf den Tisch, also irgendwo, wo du es wieder siehst. Und dann erinnert es dich ja immer wieder. Mhm. Und je mehr wir uns wieder an Dinge erinnern und das immer wieder sehen und wiederholen und nochmals und nochmals, desto mehr geht das in die Zellen und irgendwann sind wir es. Dann habe ich es wieder drin. Mhm. Und das würde ja auch bedeuten, dass ich dann, wenn es in den Zellen ist, tut es ja automatisch sich in meinem Körper umsetzen und in meinem Sein. Und dann wären die Lösungen, um nicht mehr in Zeitproblematik zu geraten und Ähnliches, dann eigentlich parat. Ja, aber ich bin der Auslöser. Ich sollte genau das tun, was du eben beschrieben hast, und dann plötzlich verändern sich die Parameter. Jetzt muss ich nochmal eine ganz komische Frage stellen, weil wir über diese Zeit reden. Und mir fiel jetzt wieder das Wort Zeitlinien ein. Wäre das ein Wechsel? Weißt du, wenn ich da auf dem Thema wieder runterkomme? Ich bin jetzt auf dieser Stresszeitlinie. Ja. Und jetzt erinnere ich mich an diese Dinge und stelle das plötzlich um und sage, nein, jetzt verändere ich das. Ich gehe, was weiß ich, einen Zug früher, dass es auf jeden Fall immer ausreicht, egal ob ich jetzt da 10 Minuten später. Das heißt, plötzlich wird mein Leben ganz andere Bahnen kriegen und ich kriege ganz andere Gedanken. Habe ich dann eine Zeitlinie verändert? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kann aber das jetzt nicht definieren. Das heißt vielleicht oder vielleicht nicht. Naja, vielleicht, vielleicht bist du jetzt noch auf der, wenn du zuerst auf der 1 warst. Mhm. Und wenn du jetzt dein Leben mit Zug fahren und so änderst, vielleicht rutschst du auf die 2. Aber vielleicht bleibst du auch auf der 1. Ich weiß, was du meinst. Wenn es dort eh so vorgesehen war, dann fahre ich da weiter. Ja, unter Umständen schon. Ich weiß schon, was du meinst. Und ich kann auch jetzt verstehen, warum du immer so zögerlich bist, weil mehrere Faktoren bestimmen, wie das auf der Zeitlinie weitergeht. Nicht nur die Veränderung meines Denkens. Also es gibt mehrere Faktoren, die es braucht, damit du die Zeitlinie wechselst. Mhm. Also dass du rausgehst und sonst wo reingehst. Aber wenn du jetzt hier bist und nachher hier landest, dann sind die Dinge, die hier passieren, die sind dann fest und dein Leben fängt sich an, danach zu richten. Ja, das wäre ja genau das, was ich geschildert habe. Stell dir vor, ich hatte vorher die Stressnummer. Jetzt erinnere ich mich an die Dinge, die du gesagt hast. Ja. Yeah. Und plötzlich ist dann ja danach das Leben. Das kann ja nur danach anders sein. Weil alle Dinge, die hier liefen, in der Zeitlinie,
waren ja die Stressnummern, die ich vorher hatte. Und jetzt habe ich für mich die Entscheidung getroffen und dann erfolgen die Dinge ja nicht mehr, weil dann danach gibt es die Panik nicht mehr am Bahnhof, dass ich spät komme, weil ich den 10 Minuten früher Zug einfach in Zukunft nehme. Oder ich kriege keinen Stress mehr bei irgendwas anderem, weil ich einfach entschieden habe, nö, ich gehe jetzt nicht immer in das Lokal noch, wo jedes Mal ich der 30. in der Schlange bin und bis ich mein Essen kriege, die Hälfte von meiner Mittagspause rum ist, sondern ich suche mir jetzt einfach ein anderes Lokal, wo ich gleich mein Essen kriege als Beispiel. Also, was mache ich? Ich tue ganz andere Parameter plötzlich in mein Leben einbauen, die mich dann komplett aus dem Stress rausnehmen. Mhm. Ist zwar vielleicht ein bisschen aufwendiger wie vorher, weil ich halt dahin weiterlaufen muss und so, aber es wird dann alle zukünftigen Dinge anders machen. Der Stress ist ja nicht mehr da. Mhm. Ich bin nicht mehr auf dem Hektikprogramm. Könnte man das ungefähr so verstehen? Also ungefähr. Mhm. Kann man, ja. Andersrum? Wenn ich jetzt auch. Also dann haut es mich, könnte das auch sein, ich bin auf der Zeitlinie. Und wenn ich jetzt nicht merke, dass der Stress mir schadet, und du immer noch mehr Programm mache und noch mehr Programm und noch mehr Programm, dann könnte es sogar sein, dass ich auf eine noch negativ für mich verlaufende Zeitlinie auch möglich. Genau, ja. Ah, das ist auch... Das ist ja beides möglich. Das habe ich jetzt nicht vorher nicht verstanden. Ich dachte immer nur, das kann sich nach vorne entwickeln, verbessern. Je nachdem, wo du landest. Ja, ich merke das jetzt gerade. Das heißt, ich kann selbst eine schlechte Situation durch Maßnahmen noch schlechter machen, wie sie ist, weil da vielleicht noch mehr andere betroffen sind da. Und somit wird es mich auf wieder eine andere Linie bringen. Kann das dann sogar bedeuten, dass zum Beispiel vorher festgelegte Dinge, wie der Punkt, wenn ich von der Erde gehe, dass der sich auf eine andere Linie verschiebt, dass der plötzlich weiter nach vorne kommen kann oder nach hinten? Wenn es ganz blöd geht, ja. Wäre eigentlich aber logisch. Das geht ziemlich komplex. Ja, für mich die Logik kam jetzt darin, wenn ich mich noch mehr stresse in meinem Leben, wie es auf der Linie eh schon nicht gut wäre für mich, und dann noch mehr Theater anfangen und dann in diese noch schlechtere Linie, ist es ja logisch, dass ich dann meinen Körper noch mehr überbeanspruche und dass er noch früher ein Herz-Kreislauf-Versagens-Thema kriegt. Und andersrum wäre es aber auch möglich dann. Jetzt nicht ins Detail und nicht genau auslegen. Ja. Das heißt, wenn ich mich verbessere und einfach sehe, Stress ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für mich, ich ändere mein Leben, dass der Punkt, wo ich eigentlich festgelegt habe, da will ich gehen oder da mit, wie es auch immer, wupp, plötzlich weiter nach hinten geht. Kann sein, hätte, ja. Ah, das ist aber eine coole Voraussetzung, das quält mir aber. Das motiviert mich. Ja, wenn die Seele zustimmt, kann es sein. Ja. Also erstens mal ist es entstressend gut für mich und zweitens mal könnte das sein, dass ich in dem entstressten Zustand dann genau ein vergnügteres, angenehmeres, du weißt, was ich meine, plötzlich ist alles harmonisch, plötzlich fühle ich mich wohl und wenn die Seele kriegt das ja auch mit, weil ich rede ja jetzt nicht von dem menschlichen Körper, sondern von meinem Sein. Das erfreut sich ja dann auch plötzlich, wenn alles besser läuft und glatter. Das ist eine ganz tolle Nummer. Also ich kann durch mein Verhalten sowohl mich körperlich verändern, als auch meinen Weg verbessern oder mit mehr Theater versehen. Ja. Und das sind jetzt die Punkte, was hältst du davon, wenn wir mal was Ausgeflipptes machen? Jetzt hast du ja vorhin diese tollen Dinge alle aufgezählt, die wir vergessen haben. Mhm. Und jetzt haben wir, wenn ich auf die Uhr gucke, noch 5 Minuten. Wenn wir jetzt, könnte man den Zuschauern ja noch weitere Dinge erzählen, aber sollen wir unseren Zuschauern mal 5 Minuten Zeit schenken? Mhm. Weil eigentlich hätten sie jetzt noch 5 Minuten uns zuzuhören. Aber wenn wir uns jetzt verabschieden, liebe Zuschauer, und blenden nur das Time-to-Be-Logo ein. Und vielleicht nehmen Sie sich mal die 5 Minuten und schließen einfach die Augen und lassen einfach mal Ihre Gedanken frei laufen. Weil eigentlich hätten Sie ja nach 5 Minuten jetzt weiter uns zugehört. Nehmen Sie sich noch mal die 5 Minuten für sich. Sollen wir das machen? Mhm. Also, dann bitte in die Totale.
Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und schenken Ihnen jetzt 5 Minuten Zeit ganz alleine für sich. Danke, danke Christina und bis zum nächsten Mal.